Dass im Museum ausgestopfte Tiere anzutreffen sind, ist nicht ungewöhnlich. Und auch Gemälde haben dort ganz selbstverständlich ihren Platz. Ungewöhnlich ist dennoch eine Ausstellung, die das Landesmuseum Hannover jetzt zeigt. In der Ausstellung stehen Gemälde von Dürer, Liebermann oder Korinth in einer Reihe mit ausgestopften Tigern oder Schweinen. Was sich die Kuratoren dabei gedacht haben, hat Bianca Bindbeutel herausgefunden. Nicht mal im Museum ist man noch sicher. Da kriecht ein Drache so mir nichts, dir nichts aus dem Altar und macht Jagd auf einen armen Nachtwächter. Der Kurzfilm Nachts im Landesmuseum erinnert ein wenig an einen Hollywood-Film mit Ben Stiller, entstand jedoch an der Hochschule Hannover. 16 Studenten und Mediendesigner Markus Fischmann haben 4 Monate gearbeitet, um das Untier zum Leben zu erwecken. Als erstes mussten wir dann natürlich mit den Studenten losgehen und drehen im Museum, damit wir Hintergrundbilder haben. Wir haben gleichzeitig die Drachen erstmal als Zeichnungen entworfen, sie dann digital im Computer umgesetzt und haben diese Modelle dann genommen, haben sie animiert und später mit diesen Realfilmsequenzen kombiniert, sodass man den Eindruck hat, dass der Drache wirklich durchs Museum rennt. Der computeranimierte Kurzfilm ist Teil der aktuellen Ausstellung im Reich der Tiere im Niedersächsischen Landesmuseum in Hannover. Normalerweise werden Tiere in Museen nur aus einem Blickwinkel heraus betrachtet, entweder aus biologischer Sicht oder aus der Sicht des Künstlers. Im Reich der Tiere jedoch treffen Meisterwerke der Landesgalerie auf Schätze der Naturkunde. Im Reich der Untiere hingegen sind Kreaturen zu sehen, die der mittelalterlichen Vorstellungswelt von Teufeln, Drachen und Dämonen entsprungen sind. Ich liebe diese Kombination oder auch die Schwierigkeit, die der Mensch hat, wirklich Neues zu erschaffen. Das ist ja uns eigentlich nicht gegeben. Und wenn man sich damit analytisch auseinandersetzt und diese Drachen wie den hier gezeigten wirklich mal analysiert, dann stellt man fest, da stecken eben wirklich 10 bis 15 heute lebende Tiere drin. Dann sind dann die Augen vom Vogel und der Körper ist vom Hund und die Ohren sind vom Esel. Und das ist dann alles so schön durchmischt. Und wenn man das ganz analytisch betrachtet, merkt man, es ist eigentlich nicht nur nicht schrecklich, sondern aus heutigem Blickwinkel fast ein bisschen kurios. Schön durchmischt ist auch die Ausstellung. In 7 Themenräumen stehen sich Tier und Kunst gegenüber. Neben heimischen Haustieren hängen Drucke von Albrecht Dürer und die Gemälde von Max Lehvogt findet man bei exotischen Wildtieren. Die Kombination von Präparat und Kunstwerk soll die Beziehungen zwischen Mensch und Tier aufzeigen und Fragen aufwerfen. Hat der Künstler das Tier gut getroffen? Wie gehen wir mit Tieren um? Würde der Drache sich die Ausstellung ansehen, würde wohl er vor dem Menschen flüchten.